Wie viele Leute in der Branche dachte ich, dass die Schauspielerinnen mit Harvey schliefen, weil es ihrer Karriere nutzte. Ich hatte keinen Plan, keinen Agenten und kaum Geld. Ich hatte ein Meeting mit einem der ganz Großen in Hollywood. Wir waren zum Essen verabredet. Er fragte, sollen wir bei dir was trinken? Es ist schwer, darüber zu sprechen. Harvey Weinstein galt als Tyrann. Er durfte alles. Er sah sich als den Sheriff in der Stadt. Er schüchterte Leute ein wie ein Gangster. Wenn man über Vergewaltigung liest, dann wehrt sich das Mädchen immer und schreit. Ich erstarrte. Ich habe Nein gesagt und mich gewehrt. Und dann habe ich aufgehört. Es veränderte meine Beziehungen. Er hat mir etwas gestohlen. Die Leute sagten, halt lieber den Mund. Ich lernte, wie man Skandale abfängt und sich außergerichtlich einigt. Er war unbesiegbar. Ich hörte immer nur Gerüchte. Man sagte, diese Frauen wären verrückt. Ich musste etwas tun. Der Wendepunkt. Sie erzählten die Geschichte, als würden sie über mich schreiben. Mr. Weinstein erklärt sich für nicht schuldig. Das System hat so etwas möglich gemacht. Jeder bekam ein Stück vom Kuchen ab. Wenn man nur den krassesten Typen ins Visier nimmt, sagt man zu schnell, Problem gelöst. Es ist nicht vorbei. Es geht weiter.